im Borussia-Park sind wir heute zu Gast. Willkommen am Niederrhein, willkommen zu dieser Partie. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Borussia Mönchengladbach gegen Hamburger SV. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Dennis Zakaria. Alassane Plea. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Alassane Plea steht gemeinsam mit Dennis Zakaria im Zentrum. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Im Tor Julian Pollersbeck. Gideon Jung spielt mit Rick van Drongelen in der Abwehr. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Plea. Schöne Aktion. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ledger. Schupp. Khaled Nari. Wird's jetzt gefährlich? Das könnte die Führung geben. Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Dennis Zakaria. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Gefährlich. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Gut verteidigt. Duziak. Macht er gut. Abgefangen. Gut gemacht. Stindl. Den Ball kann er abfangen. Rick van Drongelen. Leibold. Sprechen wir noch mal kurz über den HSV. Wohin geht die Reise? Wolf, das wüssten viele gern, glaube ich. Der HSV müsste eigentlich das Potenzial für eine größere, für eine bessere Rolle haben. Der Ballverlust. Stefan Leiner. Ballverlust. Viel mit Auge. Jetzt ist es gefährlich. Stark gearbeitet. Wir sehen das frühe Pressing. Einwurf, der Ball war draußen. Ginter. Plea. Jetzt wird's gefährlich. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Kinzombi. Gute Aktion. Was macht er draus? Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ball kommt rein. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Janschke. Da müssen sie aufpassen jetzt.
Stefan Leiner. Player. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, könnte was werden. Ledger. Super Pass. Er ist frei. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Was die Ballbesitzstatistik angeht, hat Borussia Mönchengladbach im bisherigen Spielverlauf Vorteil. Aber beim Ergebnis hapert es, das ist eine Enttäuschung, nur unentschieden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Jetzt eine gute Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Kann er was draus machen? Gut abgeblockt. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Dennis Zakaria. Stefan Leiner. Ibrahima Traoré. Und das ist der Ballverlust. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Von Lars Stindl müsste mehr kommen. Nicht sein Spiel bislang. Er kann auch nicht zufrieden sein, da muss mehr kommen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ganz energischer Einsatz. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Stefan Leiner. Duziak. Kinzombi. Klasse Pass. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Dennis Zakaria. Stindl. Fängt diesen Ball ab. Duziak. Kinzombi. Leibold. Khaled Nari. Macht er gut. Ballverlust. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an.
Dennis Zakaria. Ginter. Da holt er den Ball zurück. Duziak. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Plea. Weg ist der Ball. In den freien Raum. Toni Janschke. Plea. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Und jetzt die Gladbacher also vorne. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Schönes Zuspiel hier. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Sie kommen über den Flügel. Kalednari. Schupp. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Kalednari. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Unten hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Plea. Pass auf den Flügel. Ja, gibt Ecke. Eine kurze Ecke. Nico Elvedi. Gefährlich! Und er hat den Ball. Der Ballverlust. Geht vielleicht was für Gladbach. Ja, mit viel Übersicht. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Kinzombi. Klasse Aktion, Ball ist weg. Plea. Toni Janschke. In die Mitte. Duziak. Kinzombi. Guter Vorstoß, kann was werden. Vielleicht der Ausgleich. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Das könnte jetzt die letzte Chance für den Ausgleich sein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Ledger. Jairo. Jetzt ist es gefährlich. Der Pass kommt nicht durch, das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Einige Zeit, nichts passiert hier und damit ist Gladbach weiter vorne. Sie verlieren den Ball. Da kommt der Pass. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Jetzt der Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte der Ausgleich sein.
Kairo, Ball ist unterwegs. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Schopp. Kinzombi. Kairo. So.